Surprise, Motherfucker. Okay, er kommt und. Jetzt! Ja! Der hat es gar nicht gecheckt! Der hat gar nichts mehr gecheckt! Überhaupt nichts gecheckt! Der hat nichts gecheckt! Checkt gar nichts, dieser Typ! Ungeheuer guten Tag, wünsche euch Leute und willkommen zu einer Runde Hive Survival Games mit dem lieben Victor. Was geht ab, meine werten Freunde? Willkommen zu Ungespielt! Hallo! Und. Oh nein! Es geht schon los? Nein, ja, es geht bei dem Spielmodus, also auf Hive geht es sofort los. Und okay. Ich habe leider kein Schwert bekommen. Aber ist nicht so schlimm. Ich habe dafür ein Feuerzeug. Aber das kann man hier auch nur 3 oder 4 Mal benutzen. Dann war ist das nicht so, dass du auf den anderen Server 60 Sekunden hast oder so? Genau, so. Es gibt auf den meisten Servern gibt es sowas wie eine Friedensphase. Das gibt es allerdings hier nicht. Also hier geht es immer. Also hier das ist geht's für richtige Hardcore-Leute. Das ist hier für die harten Boys. Für die harten Boys. Okay, da ist eine Truhe im Wasser. Ah, die habe ich gerade noch so gesehen. Und alles, was ich... Oh, ich habe ein Schwert. Jetzt geht los. Stark. Jetzt geht los. Komm ein bisschen näher. Ja, okay, alles klar. Wenn es passt. Ich kenne die Regeln, aber selber habe ich das auch noch nicht gespielt. Oh, die Truhe kann ich aufmachen. Ah doch, kann ich aufmachen. Ich spiele mehr so andere Spiele mit Blockparty und so ein Zeugs. Das ist auch lustig. Oh, da kommt einer. Nee, der hat keine Waffe. Oder? Ich glaube, der hat gar nichts. Okay. Doch, er hat... Oh. Da hat er dich ausgetrickst. Der ist ganz schön Schlawiner, ne? Oh! Sehr gut. Aber der war ganz schön. Boah, der hat einfach 80 Alter. Schwerter. Das war Leonardo de Zorro, oder wie heißt der nochmal von One Piece? Ja, Leonardo de Zorro, glaube ich. Oder? Ich weiß ja, nicht doch. Ganz genau, wie Zorro der. Zorro halt. Auf jeden Fall heißt der auf jeden Fall Zorro. Irgendwie, ihr wisst es schon, wie. Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, wie der heißt. Leonardo da Vinci? Alter, ich habe. Ich finde es recht cool. Also, ist auf jeden Fall eine starke Runde gerade. Ja, aber auf Hive ist so, da musst du echt richtig aufpassen. Hier sind echt Spieler unterwegs, die spielen den ganzen Tag und die sind ziemlich hardcore so drauf. Ja, auch. Ja, so viel PvP-Spiel. Also es gibt hier echt so richtig krasse Leute, aber das macht auch echt Spaß. Also, hoppala, dass man halt hier wirklich so richtig starke Gegner hat. Hat man vielleicht immer nur ein Gefühl, vielleicht ist es auch einfach nur sozusagen Aberglaube, vielleicht hat man hier auch nicht stärkere Gegner. Aber du hast ja schon einigermaßen gut cool für die ersten Sekunden, oder? Ja, das ist auf jeden Fall gut. Gut. Okay. Das ist auch eine sehr schöne 60 FPS-Aufnahme hier, Leute. Das erkläre ich euch mal ganz kurz. Das Gameplay hier ist in 60 FPS aufgenommen, aber die Facecam nimmt gerade nur in 30 FPS auf. Ich hoffe, das ist jetzt kein großer Schwank, also keine große Schwankung. Das sieht dann irgendwie doof aus oder so. Veränderung, ich komme damit nicht klar, Diabo. Veränderung. Ich hasse Veränderung. So. Das sind Insider von den Apes. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Früher, wo deine Videos noch mehr geruckelt haben, waren sie besser. Früher, als noch alles schön in 30 FPS geruckelt hat. Da war es. Oh, da oben ist einer. Jetzt ist alles flüssig, viel zu professionell. Ey, warte mal. Der Typ da unten, wo kommt der her? Ich glaube, der ist im Gebäude. Ist der im, warte mal, wenn der hoch. Sobald der. Jetzt kommt er hoch. Sobald der hoch. Nee, er geht außen rum. Okay, dann geh ich schon mal. Checkt er, dass du da bist? Ich weiß es nicht. Doch, er kommt hier hoch. Kommt hier hoch? Ja. Oh Gott. Oh Gott, wir müssen überraschen. Überraschung ist alles. Surprise, Motherfucker. Okay, er kommt und. Jetzt. Ja! Der hat es gar nicht gecheckt. Der hat gar nichts mehr gecheckt. Checkt gar nichts, dieser Typ. Okay, die Hose behalte ich, die pinke Hose. Nichts im Leben. Ich habe bei Hive so eingestellt, dass ich alle Ledersachen, die ich. Also man kann hier Ledersachen finden, ne? Und alle Ledersachen, die ich finde, werden automatisch pink. Ah. Man kann eine Farbe aussuchen. Und ich hatte im Normalfall mal grün, da habe ich aus Spaß mal pink. Das ist eine Lederkappe. Ich nehme. Okay. Wird sie pink. Weil man kann es einfach so einstellen. Dann markierst du sozusagen deine Rüstung als deine sozusagen, weißt du? Okay. Es sieht ganz gut aus, aber es leben auch noch einige Leute. Und es wäre saugut, wenn wir jetzt irgendwie noch ein bisschen besseren Stuff kriegen würden. Ne, die kommt da vorne. Das. Ja, das gehört zur Map. Okay, alles klar. Okay. Habe ich Pfeile? Nein, aber ein Spinnennetz nehme ich nochmal hier. So. Okay, Leute. Wir gucken mal, was hier noch so geht. Oh, da ist ein Pilz. Bist du dadurch größer? Oh, geil. Full Chain. So. Voll Kettenrüstung. Ich hatte es, glaube ich, schon in einem Video schon mal angesprochen, Leute, aber ich wollte nochmal jetzt ein bisschen ausführlicher darüber reden, was mit ungeschlagen ist. Lasst mir noch ein bisschen Zeit, wäre super, wenn ihr noch ein bisschen Zeit für ungeschlagen lasst. Ich möchte das, also ich muss einfach sagen, ich habe ein paar Aufnahmen davon schon gemacht, war aber nicht so zufrieden und ich möchte bei ungeschlagen mir echt für die 100. Folge echt, das soll echt eine geile Aufnahme werden, das soll echt eine coole Runde werden. Ich möchte das als eine Aufnahme machen, die so
was weiß ich, mindestens 10 Challenges beinhaltet quasi. Das ist halt, das kann halt lange dauern, das kann halt eine halbe Stunde dauern, kann eine Stunde dauern. Also ist ja auch verständlich. Ja, das ist die 100. Folge so und es haben so viele halt immer jetzt geschrieben, jo, wo bleibt die, wann kommt die und so weiter. Und ja, es wäre sau cool, wenn ihr da ein bisschen Verständnis habt, dass ich mich da jetzt nicht so hetzen möchte, weil ich da mehr auf Qualität achte, als dass ich... Ja, das ist aber... Das ist echt wirklich schlimm. Also, viele schreiben wirklich den ganzen Tag, wo bleibt ungeschlagen? Oh, Pfeile, endlich. Wo bleibt ungeschlagen, wo bleibt ungeschlagen, wo bleibt ungeschlagen? Wo sind denn die anderen Spieler, Alter? Keine Ahnung, aber vielleicht ist hier noch keiner gewesen, dann kriege ich die ganzen Kisten für mich. Stark. Oh, ne, hier waren schon Leute. Sind das Pfeile, oder? Ja, ja. Oh, es ist ein TNT-Feld. Aber hier komme ich wieder raus. Ui, das ist so ein TNT-Feld. Okay, da waren schon Leute. Aber ist egal, wir haben jetzt Pfeil und Bogen und ein Feuerzeug. Wir müssen jetzt nur noch die anderen Spieler finden. Es leben auch 5 Leute, 5 Tribute. Wahrscheinlich rennen die ganzen. Da sind, da ist einer und der hat eine Angel, verdammt. Angel ist. Aber hast du nicht mal einen Bogen? Oh, und der hat eine. Oh, Alter, der dreht sich. Brennt der? Ja, er brennt. Er will ins Wasser springen? Nee. Oh, oh, oh. Junge, du bist jetzt dran. Oh, getroffen! Jetzt bist du, oh Junge. Den muss ich mir jetzt schnappen. Der war nicht schlecht. Der hat mit dem Bogen, der hat mit der Angel ganz schön noch einen Doppelhit gelandet. Wenn ich die Angel habe, dann kann ich das auch machen, aber den muss ich mir erstmal schnappen. Na, hoffentlich entkommt er nicht. Ja, der wird aber, glaube ich, entkommen. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Der trägt erstmal sein Leben voll. Boah, ich habe den so schön Schaden gemacht. Wie viele leben eigentlich noch? Sieht man das irgendwo? Gibt es hier eigentlich auch ein Deathmatch am Ende? Er hat nur ein Holzschwert. Das kann ich schaffen. Sehr gut, sehr gut. Oh ja! Einmal noch? Ja! Alter, der hat eine dicke Eisenrüstung komplett gehabt. Sehr schön. Alter, oh Gott, Junge. Eisenrüstung, Eisen. Boah, Junge. Perfekt. Jetzt bin ich voll Iron fast. Ja, also der Helm ist genau gleich gut wie ein Eisenhelm. Der Typ hatte gutes Equipment. Mega. So. Dann gibt es hier eigentlich auch ein Deathmatch am Ende? Genau. Für Deathmatch kommen wir 50 Sekunden. Ja, alles klar. Die Sache ist. Aber dann bist du ja schon mal ausgerüstet. Genau, die Sache ist, man kann mit der Angel so quasi so Kombos machen. Mhm. Dann macht man halt die Angel und switcht, wenn man gerade die Angel gemacht hat, direkt zum Schwert und dann gibt man erst einen Angelhit und dann haut man sozusagen dazu. Das kann ich allerdings noch nicht so gut, das ist so ein bisschen Übungssache und das habe ich nie wirklich trainiert sozusagen. Aber es gibt Leute, die können das halt ja schon ganz gut und das ist echt ein Vorteil im Kampf, aber das muss ich auch üben. Also habe ich mir vorzuüben, ich kann es ein bisschen, sage ich mal. In 20 Sekunden kannst du es ausprobieren. Nee, ich glaube, ich werde die Angel erstmal austauschen durch den Bogen, aber ich habe nur 2 Pfeile. Ah. Okay. Ich habe jetzt noch. Oh. 4 Gegner. Oh, da kommt doch direkt einer zu mir. Oh, er schießt auf direkt. Oh, er brennt. Perfekt. Sehr gut. Alter, da kommen nochmal 2. Hä? Aber alle gegen alle? Aber die haben es nicht verschworen, oder? Hä? Nee, ist ein Team. Ist wirklich ein Team? Ja, ist ein Team. Im Bleffisch macht man eigentlich Free for All. Das ist Ehrensache. Och, nö. Oh, der hat mich gut gehittet. Der hat mich verdammt gut gehittet. Ah, das verdammt. Ist aber nicht cool. Free for All heißt das. Ja, ist doch scheiße, dass ihr jetzt im Team spielt. Das ist echt nicht cool. Hä? Warum seid ihr ein Team? Der Typ da oben ist, glaube ich, gegen die. Ja, ich könnte mich mit dem verbinden. Ich helfe dem. Probier es aus. Was bringt da Kuchen? Oh, er hat ein Eisenschwert. Ja gut, ich bin tot. Nee, das kann ich nicht schaffen. Hey, du da, bitte, seid mit mir im Team. Aber der macht nichts. Ist er AFK? Der ist AFK, oder? Na, ich bin tot. Oh. Nee. Der ist stecken geblieben. Nein. Oh Gott, ist der andere tot? Ist der andere tot? Ich glaube, der andere ist tot. Ja, aber war der AFK? Sah es mir so aus? Ah, der hat einen verdammt. Ey, der hat einen Eisenschwert uns. Der andere ist noch da. Helf mir doch. Komm schon, Hilf mir. Das ist gerade eine echt dramatische Runde, ohne Witz. Das ist gerade echt eine dramatische Runde. Ich bin auch wieder wach. Also Leute, wir haben gerade 7 Uhr morgens. Der Typ, ja, wir kämpfen im Team. Wir haben gerade 7 Uhr morgens, aber wir werden wieder wach. Oh nein, oh, verdammt. Oh, shit, jetzt kommt der mit dem Eisenschwert wieder. Ey, ohne Witz, das ist gerade so dramatisch. Aber siehst du, wie gut die Angel, die kann man echt gut gebrauchen für PvP. Auf jeden Fall. Aber ist der andere noch da, oder? Der andere ist noch da. Okay, ja, der eine ist der tot. Der eine hat, nee.
Das ist der. Oh, nee. Das ist der andere, der reibt sich jetzt an. Das ist der. Mit dem verdammten Eisenschwert. Nee. Aber hast du nicht zum Heilen oder so? Doch, es muss. Ich dauere da mal ein bisschen. Ah, okay. Also regeneriert noch. Oh mein Gott. Das er hat einen verdammten Bogen. Ah, oh, nee. Hoffentlich hast du keine Pfeile mehr. Kann nicht sein. Hoffentlich hast du keine Pfeile mehr. Der hat keine Pfeile mehr, glaube ich. Wäre nice, wenn der keine Pfeile mehr hat. Oh! Der Kopf von der Seite. Oh, das ist ein. Es ist halt ein verdammtes Team. Ach so, der andere. Nein, der andere ist tot. Nee, ich bin tot. Ja. Och Leute, sowas macht man nicht. GG. Aber. Set. Aber auch Death nicht. Match Teaming. Ist auf jeden Fall trotzdem eine lustige Runde gewesen. Ich hab ganz gut ausgehalten gegen das Team, aber. Ich glaube, du hättest sogar gewonnen, wenn sie sich nicht verschwunden. Ja, hätten die sich verloren, ich hätte auch den Typen mit Eisenschwert, hätte ich mir auch geholt. Aber. Also, das war ja echt unsportlich. Besieger oder? Der Herzen. Also, Leute, nehmt euch das zu Herzen. Ihr könnt gerne Team hier in diesem Spielmodus, aber bitte nicht im Deathmatch. Das ist echt unsportlich. Also, im Deathmatch-Team ist schwach. Wäre cool, wenn sowas nicht mehr im Deathmatch hier ist, aber es sind halt auch Engländer. Wir spielen gerade um. Das sind auch Engländer? Ich spiele um 7 Uhr oder was? Ja, ja, die. Ich weiß nicht. Also, die Amerikaner oder Engländer, ich weiß nicht, was das für Leute sind, die hier spielen gerade. Also, ich will jetzt auch nicht alle über einen Kampf scheren, aber. Keine Ahnung. Das ist doch. Keine Ahnung, das ist echt unsportlich. Naja. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Haut rein. Schönen Abend noch. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Ciao. Ciao.